Im Jahr 1972 waren die letzten Menschen auf dem Mond. 50 Jahre später startet die NASA nun ein neues Mondprogramm, diesmal mit uns Europäern. Und die deutsche Industrie leistet einen unverzichtbaren Beitrag bei dieser Rückkehr zum Mond. Die neue Mission zum Mond heißt Artemis. Dafür wurde eigens die 98 Meter hohe SLS-Schwerlastrakete gebaut, die von Cape Canaveral in Florida starten. Bei diesem ersten Testflug in einen Mondorbit sind noch keine Astronautinnen oder Astronauten an Bord. Aber es werden zwei Messpuppen von uns dabei sein. Die sitzen im Raumschiff auf den Plätzen der zukünftigen Besatzung und erfassen die Strahlenbelastung auf dem Flug. Das ist nicht der einzige Beitrag aus Deutschland. Der wesentliche Beitrag der Europäer und speziell Deutschlands ist das Servicemodul des Raumschiffs Orion. Es heißt Bremen und das aus gutem Grund. Das Servicemodul wird von Airbus in der Hansestadt Bremen hergestellt. Deutschland ist mit mehr als 50% der wichtigste Partner in der Europäischen Weltraumorganisation beim Bau der Module. Jedes dieser Module versorgt das Raumschiff auf seinem Weg zum Mond mit Energie, mit Wasser und Sauerstoff und treibt es an. Bis zu 4 Astronautinnen und Astronauten können wochenlang an Bord leben. Das Raumschiff erfüllt dabei 2 Zwecke. Es bringt Menschen in den Mondorbit und es ist auch für Flüge zur zukünftigen Außenstation am Mond konzipiert, dem Lunar Gateway. Das Lunar Gateway wird eine Raumstation in der Umlaufbahn des Mondes sein, die anders als die ISS nur zeitweise bewohnt sein wird. Europa ist insbesondere an dem Modul zum Wohnen und einem Betankungs- und Kommunikationssystem beteiligt. Auch aus Deutschland werden wieder viele kleine und mittelständische Unternehmen dieses Modul mit herstellen. Die ersten Menschen werden dann in einigen Jahren darin wohnen können. Das Lunar Gateway ist der Schlüssel für eine dauerhafte Erkundung des Monds und Ausgangspunkt für Missionen in die Tiefe des Weltalls. Auch die Mission Artemis zeigt, dass Raumfahrtmissionen außerordentlich komplex sind und nur durch große, internationale Teams bewältigt werden können. Die Beteiligung Europas und Deutschlands an Artemis ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis der NASA in unsere Industrie. Es ist in der Geschichte der NASA das erste Mal, dass missionskritische Elemente nicht in den USA gefertigt werden. Die ersten Menschen sollen mit Artemis 3 erneut die Mondoberfläche betreten. Wir freuen uns sehr, Teil dieser Reise zum Mond zu sein. Und es wird nicht nur eine einfache Rückkehr zum Mond sein. Wir kommen, um zu bleiben und von dort weiterzureisen.